Guten Abend, ganz herzlich willkommen zu diesem Vortrag der Java User Group Switzerland. Mein Name ist Thomas Wenger und ich moderiere durch diesen Abend. Mit uns hier ist Torben Jansen. Hallo Torben, wo hast du dein Homeoffice eingerichtet? Hallo, ich sitze in Paderborn, ziemlich mittig in Deutschland, ein Stückchen östlich vom Ruhrgebiet. Okay. Vielen Dank. Du hast dann später noch Gelegenheit, mehr zu dir zu erzählen. Bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag von Torben beginnen, möchte ich kurz einige allgemeine Informationen weitergeben. Zuerst unsere Sponsoren. Einen ganz herzlichen Dank an all unsere Sponsoren, die uns seit vielen Jahren unterstützen und die letztendlich unsere Talks und unsere Events so tatkräftig unterstützen und ermöglichen. Ohne unsere Sponsoren wäre das alles nicht möglich. Zu unserer Plattform, die wir hier verwenden, BigMarker, das bietet zwei Möglichkeiten für euch, mit uns in Interaktion zu treten. Zum einen ist es der Chat, da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt, könnt euch austauschen, ihr könnt da auch reinschreiben, wenn ihr technische Probleme habt. Quasi das Konzept ist Chat als Chat. Wenn ihr Fragen an den Torben habt, dann wechselt bitte auf den Reiter rechts vom Chat und erfasst eure Frage da bei den Fragen oder wenn es englisch dargestellt wird, Questions, Q&A. Erfasst die Frage bitte, sobald ihr sie habt. Wir werden zwischendurch immer wieder Q&A-Sessions machen, wo Torben dann die Fragen beantwortet. Ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen, die schon da sind, hochzuvoten, sodass diese Fragen dann sicher zuerst auch beantwortet werden. Die Plattform bereitet den Videostream auf, damit er optimiert auch wirklich alle Teilnehmer erreicht. Das führt dazu, dass ihr uns mit ca. 10 bis 15 Sekunden Verzögerung seht. Normalerweise ist das überhaupt kein Thema. Es fällt vielleicht dann auf, wenn wir eine Interaktion mit euch haben, sei es im Chat oder bei einer Frage, dass da etwas Delay dazwischen ist. Feedback. Wir und der Speaker, Torben, wir sind sehr interessiert an eurem Feedback. Unterstützt uns da bitte. Üblicherweise habt ihr das Feedback-Form jeweils ganz zum Schluss des Vortrags automatisch präsentiert erhalten. Da haben wir etwas anderes vor. Komme ich gleich darauf. Deshalb ist es so, dass das Feedback-Form neu per E-Mail zu euch kommt. Also ihr werdet eine URL zugemeldet erhalten, wo ihr dann nach dem Vortrag bitte euer Feedback an uns ausfüllt. Und wer mag, kann optional seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Einmal pro Monat verlosen wir eine Jahreslizenz der JetBrains Toolbox. Also das heißt, ihr könnt euch dann irgendeines der JetBrains Produkte für ein Jahr freischalten. Und das ist jetzt das Novum, die Präsenzvorträge. Normalerweise treffen wir uns dann im Anschluss zu einem kleinen Umtrunk und Häppchen essen und mit Smalltalk, wo man sich austauschen kann. Das fällt Corona-bedingt natürlich etwas flach, aber wir haben uns eine Alternative überlegt, ein digitales, nettes Beisammensein nach dem Vortrag. Dafür haben wir WonderMe verwendet als Tool. Da habt ihr die Möglichkeit, im Anschluss zum Vortrag auch reinzukommen, eure Kamera zu aktivieren, wenn ihr mögt, euer Mikrofon und dann können wir uns da wirklich auch in einem digitalen Raum direkt austauschen. Torben wird da sein, ich werde da sein, andere Exponenten der Java User Group werden da sein, und so, dass wir einander kennenlernen und Fragen stellen können, austauschen können. Und ihr findet diesen Raum unter wonder.juk.ch. Ihr werdet aber auch ganz zum Schluss des Vortrags, wenn wir den beendet haben, könnt ihr einfach warten und dann werdet ihr völlig automatisch dahin weitergeleitet. So, und nun zum Talk selber. Drei Patterns für skalierbare Microservices. Vielleicht, wie
sind wir zu diesem Talk gekommen. Das ist ja noch ganz spannend. Der Torben hat irgendwo, ich glaube am 21. Dezember gefunden, ja, das wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder was mit Präsenz-Events und hat einen Tweet abgesetzt, dass er gerne so eine Virtual-Juk-Tour machen würde mit seinen Vorträgen. Das habe ich selber noch nicht gesehen, aber ein Teilnehmer von uns, Tamas, hat das gesehen und uns dann eigentlich darauf aufmerksam gemacht. Und für mich war klar, ja, das ist eine gute Idee und Torben laden wir sehr gerne ein für einen Vortrag bei uns in der Juk Switzerland. Er hat mir dann eine Liste zur Verfügung gestellt von Talks, sehr spannende Themen rund um die Persistenz. Aber ein Thema, das, was wir ausgelesen haben, das hat mich eben besonders interessiert. Es hat sich dann gezeigt, dass dieser Talk sehr frisch ist, so frisch, dass wir ihn heute in dieser Form zum ersten Mal überhaupt hören und sehen. Also es ist quasi eine Weltpremiere, die wir hier feiern. zu Torben Jansen muss ich wahrscheinlich nicht so viel sagen. Er stellt sich dann selber auch noch etwas vor. Torben ist Berater, Trainer, Autor, sehr bekannt im deutschsprachigen Raum. Unter anderem von seinem Hibernate-Buch, das ein Bestseller ist. Und ich persönlich kenne Torben vor allem von seinen Vorträgen auf der JAX und WJAX. Und in diesem Sinne würde ich das Wort gerne an dich übergeben, Torben. Ja, Thomas, vielen Dank. Herzlich willkommen alle zur, wie gerade schon gesagt wurde, Weltpremiere zum Talk 3 Patterns für skalierbare Microservices. Bisschen was zum Ablauf. Ich würde das Ganze gerne so interaktiv wie möglich gestalten. Ja, wir haben 10, 15 Sekunden Delay zwischen dem, was ich sage und bis es dann bei euch auf dem Bildschirm ist. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Wann immer ihr eine Frage habt, schreibt sie möglichst in die Fragenkategorie. Ich werde auch wahrscheinlich ein klein bisschen ein Auge auf den Chat haben, aber macht es mir ein bisschen leichter, schreibt es unter die Fragen. Der Thomas wird ansonsten auch regelmäßig die Fragen vorlesen, aber ich werde versuchen, das einfach wie in einem normalen Präsenzvortrag mit einfließen zu lassen. Ja, was ist das Thema von heute Abend? Das Thema von heute Abend sind Patterns für skalierbare Microservices. Vor ein paar Jahren kam Microservices als großer Trend auf und ja, wie so häufig in der Softwareentwicklung, es war die Lösung für alle unsere Probleme. Naja, da wissen wir inzwischen alle, meistens ersetzen wir die bestehenden Probleme durch neue. Die sind dann hoffentlich nicht ganz so schlimm wie die alten, die wir hatten, aber ganz verschwinden tun die Probleme nicht. Und was wir mit Microservices ganz klar gesehen haben in ganz vielen Projekten, ist, dass wir viele der alten Probleme aus der monolithischen Welt gelöst haben. Aber wir haben jetzt andere Probleme, die durch die Verteilung und durch die Abschottung der einzelnen Services voneinander entstehen. Und die sind ganz häufig datenzentriert. Also das heißt, dass es darum geht, wie speichere ich Daten, wie tausche ich Daten aus. Und dadurch ist das Thema für mich auf den Plan gekommen. Denn ich bin, wie eingangs schon vom Thomas in der Vorstellungsrunde gesagt worden, ich bin freiberuflicher Berater und Trainer im Bereich Java-Persistenz. Im Normalfall hauptsächlich Hibernate und JPA. Aber durch den Microservice-Trend hat sich das Themenfeld erweitert. Und es geht jetzt auch immer mehr darum, ja, wie, mit was für Kommunikationspattern und mit welchem Werkzeugkasten kann ich denn hingehen, um entsprechend meine Daten zwischen Services auszutauschen und sie trotzdem noch so schön unabhängig und skalierbar zu halten, wie ich das Ganze mit meiner Architektur eigentlich ursprünglich erreichen wollte. Wer ein bisschen mehr über mich, über Hibernate, über JPA, über Microservices-Pattern erfahren möchte, dem möchte ich gerne einladen, mich auf torbenjans.com zu besuchen. Da gibt es jede Woche einen neuen Artikel und ein entsprechend neues Video aus dem Themenbereich. Oder ansonsten, wer vielleicht mal in Deutschland unterwegs ist, sobald wir wieder Präsenzveranstaltungen machen können und dürfen, werden wir auf der JUK Paderborn, wo ich selber auch tätig bin, dann entsprechend wieder hoffentlich bald ein Vortragsprogramm haben. Also vielleicht zweite Jahreshälfte oder so. Mal schauen.
Gut, kommen wir zum Thema Microservices. Mit Microservices wollten wir weg von den großen monolithischen Systemen, wo man gar nicht so genau weiß, was voneinander abhängt, wo man ganz viele Seiteneffekte häufig hat, wenn man Änderungen macht, wo man nicht in der Lage ist, einzelne Teile der Anwendung zu skalieren. Von dort wollten wir hin zu einer Architektur, in der ich viele schön voneinander abgekapselte, überschaubare, verständliche Services habe. Und damit ich dabei nicht einen verteilten Monolithen baue und damit die Probleme der monolithischen Welt mit den Problemen von verteilten Systemen kombiniere, sind daraus ein paar Anforderungen entstanden. Ganz besonders für die Persistenzschicht. Und die lassen sich alle durch diese drei einfachen Regeln, die wir hier haben, im Prinzip lösen und oder beschreiben. Jeder Service sollte nur seine eigene Datenbank haben und sollte auch keine andere Datenbank kennen. Das versetzt mich in die Lage, dass ich diesen Service völlig unabhängig von anderen Services verändern kann. Und dann sollte ich nur lokale Transaktionen verwenden. Das heißt, ich sollte nur zwischen meinem Service und einem anderen System kommunizieren, was in der Regel eine relationale Datenbank ist. Manchmal ist es auch eine NoSQL-Datenbank. Aber in der Regel ist es mein Service und ein System zur Datenspeicherung. Und wenn man sich das für einen Service anguckt, ist es schön. Ich habe kaum noch Komplexität. Ich kann mit meinem Tabellenschema machen, was ich möchte. Ich kann meine Struktur der Daten verändern, die ich speichere. Ich kann meine Business-Logik anpassen, wie ich sie möchte. Ich kann sogar hingehen und sagen, ich werfe einige Teile raus und wechsle von einer relationalen zu einer Graph-Datenbank oder was auch immer. Aber wenn man das macht, stellt man auch ganz schnell noch etwas Zweites fest. Nämlich, dass wir Daten haben, die von mehreren Services verwendet werden. Und dass jetzt dadurch, dass wir nur noch lokale Transaktionen haben und völlig voneinander abgekapselte Datenspeicherung, das Teilen von Daten plötzlich zu einem Problem wird. Das ist etwas, was wir in einem Monolithen immer total einfach hatten. Wir haben halt einfach auf diese andere Tabelle zugegriffen. Wir haben halt einfach die Datenbankabfrage gemacht, die über 5 Tabellen irgendwas zusammengesammelt hat. Jetzt in der Microservice-Welt verteilen wir diese Tabellen ganz häufig dann auf unterschiedliche Services, weil Services halt genau diese unterschiedlichen Domänen abbilden und wir nicht mehr diese große miteinander vernetzte View an der Stelle haben. Und da stellt sich dann die Frage, naja, wie gehe ich denn damit um? Wie sorge ich denn dafür, dass ich diese Daten austauschen kann und trotzdem noch auf meine Vorteile von Microservices behalte, nämlich dass meine Services unabhängig voneinander sind, dass ich keine Deployment-Abhängigkeiten habe, dass ich keine Entwicklungsabhängigkeiten habe. Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, was man da machen kann. Man kann natürlich hingehen und sagen, okay, ich rufe einfach per REST API meine anderen Services auf. Oder aber ich füge meine Services immer weiter zusammen, bis alles, was irgendwie voneinander abhängt, wieder in einem Service ist und da entsprechend bearbeitet werden kann. Und ja, das kann eine Lösung sein. Aber ganz häufig möchte ich meine Services doch lieber getrennt haben. Und dann gibt es sehr schöne Patterns, die es mir ermöglichen, meine Services unabhängig voneinander zu halten und trotzdem Skalierbarkeit zu behalten. Dass ich also hingehen kann und sagen kann, okay, ein Service ist aus welchen Gründen auch immer mal für ein paar Sekunden nicht da. Und das beeinflusst nicht die anderen Services. Ich habe keine Performance-Probleme, die sich durch mein Gesamtsystem durchkaskadieren, sondern jeder Service steht mehr oder weniger für sich allein gestellt und kommuniziert möglichst asynchron mit den anderen Services. Und dazu möchte ich heute hier 3 Patterns vorstellen, mit denen man das so gut wie immer erreichen kann. Und zwar wäre das für Leseoperationen das View-Database-Pattern und dann schauen wir uns Schreiboperationen an, und zwar sowohl für einfache asynchrone Datenreplikation als auch für verteilte Schreiboperationen. Fürs erste das Outbox-Pattern und für die verteilten Schreiboperationen mit transaktionalen Kontext dann entsprechend das Saga-Pattern. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich ganz kurz mal so ein Gefühl dafür kriegen,
wer denn alles aktuell Microservices in Produktion einsetzt und schalte dafür mal kurz eine Umfrage frei. Die müsste jetzt bei allen Entsprechern auf der Plattform sichtbar sein. Da würde ich mich freuen, wenn mal kurz Rückmeldung kommen würde, wenn ich so ein grobes Gefühl dafür habe, wie verbreitet das Ganze denn schon ist. Ja, ja, ich sehe schon, da kommen schon etliche Antworten rein. Liegen so bei paar 60% von Microservices in Produktion. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Das ist schon ein recht hoher Anteil. Okay. 61 zu 39, 60 zu 40. Okay. Also wir haben so ungefähr 2/3 der Leute, etwas weniger, die bereits Microservices in Produktion einsetzen. Das heißt, diese Fragestellungen sind sehr wahrscheinlich auch schon vertraut. Also wie gehe ich damit um, dass ich Daten zwischen Services austauschen muss und wie handle ich die Situation, ohne synchrone Aufrufe zwischen meinen Services zu haben und vor allem ohne direkte Abhängigkeiten zwischen den Services zu schaffen. Fangen wir mit dem View-Database-Pattern an, dass wir in dieser Architektur, das ist ein grob Überblick von den Services, mit denen wir heute hier arbeiten werden, dass wir in dieser Architektur im oberen Bereich vorfinden werden, in der Order-Info-Service. Was ich hier mache, ist, ich habe ein einfaches System aufgestellt, was so einen Online-Store abbildet. Also wir haben Bestellungen, die eingehen, die werden vom Order-Service entsprechend behandelt. Dann haben wir einen Payment-Service, der für die Bezahlungsabwicklung zuständig ist, ein Inventory-Service, der macht halt Lagerhaltung und Versandvorbereitung etc. Dann haben wir einen Buch-Service, da haben wir Bücher, die wir verkaufen können. Und dann haben wir einen Order-Info-Service, der bietet dem Nutzer einen Gesamtüberblick über den aktuellen Auftrag. Denn wenn wir auf den unteren Teil dieser Folie gucken, sehen wir, der Order-Service, der Payment-Service und der Inventory-Service kommunizieren alle mit dem Kafka. Und wir können uns vorstellen, wenn jemand einen Auftrag, also eine Bestellung aufgibt, dann sind das mehrere Schritte, die wir machen müssen. Also ja, wir müssen die Bestellung erfassen. Wir müssen aber auch schauen, ob wir das Buch dann überhaupt vorrätig haben, beziehungsweise ob wir es beschaffen können. Kunde fände es sicherlich nicht gut, wenn wir Geld abbuchen von der Kreditkarte und danach nie liefern. Das heißt, wir müssen an der Stelle sicherstellen, dass das Produkt auch lieferbar ist. Und dann muss natürlich die Zahlung abgewickelt werden. Das sind dann Order Service, Inventory Service und Payment Service, die wir nachher in einer Saga zusammenfassen. Die Informationen aus diesen ganzen Services werden im Order Info Service zusammen aggregiert, damit der Nutzer entsprechend einen Überblick über die Bestellung bekommt. Und das werden wir uns jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde anschauen. Fangen wir mit der View Database an. View Database ist ein tolles Pattern für reine Leseoperationen. Und die Idee dahinter ist ganz einfach. Wir haben eingangs gesagt, jeder Service hat seine eigene Datenbank und nur eine lokale Transaktion und kennt keine Datenbank von anderen Services. Und diese Anforderung stellen wir beim View Database Pattern im Prinzip in den Mittelpunkt. Wir sagen, okay, wenn jeder Service seine eigene Datenbank hat, dann wäre es doch toll, wenn in dieser Datenbank auch immer alle Informationen vorhanden sind, die wir für die Beantwortung eines Requests benötigen. Und zwar, da das für den Service ja seine eigene Datenbank ist, haben wir da dann auch die Möglichkeit hinzugehen und sagen, okay, wir passen die Datenstruktur und die Aggregierung dieser Daten genau auf die Anforderung dieses Services an. Und das versetzt uns dann in die Lage, eine super einfache Abfrage zu schreiben, mit der wir zur Laufzeit entsprechend die Anfrage des Nutzers beantworten können. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier haben wir den Order Info Service. Und so eine ganz einfache Spring Boot Anwendung. Ich habe hier einen REST Endpoint, der mir gesammelte Auftragsinformationen liefert. Und wenn man den aufruft, dann bekommt man so ein JSON-Dokument zurück. Das heißt, wir sehen hier so ein paar Auftragsinformationen. Wer hat das Ganze denn bestellt? Und dann haben wir Auftragspositionen. Und da sehen wir, okay, es wurde ein Buch bestellt und es ist auch verfügbar. Und dann haben wir den Auftragsstatus confirmed. Wir werden nachher sehen, das ist der Status, den unser Auftrag einnimmt, nachdem das Inventory geprüft wurde, nachdem die Zahlung erfolgt wurde und alle Schritte durchgeführt wurden. Also was haben wir hier? Wir haben hier Informationen, die ursprünglich aus dem Order Service kommen. Nämlich die Informationen und hier diese Informationen mit Ausnahme des Titels, der kommt aus dem Book Service.
Dann haben wir hier die Prüfung aus dem Inventory Service, ist das Ganze verfügbar? Und dann haben wir hier wieder die Gesamtinformation über den Status des Auftrags. Wenn wir in unseren Order-Info-Service gucken, dann sehen wir, dass der REST-Endpoint, die Get-Order-Methode hier, im Prinzip überhaupt nichts macht. Das Einzige, was ich hier mache, ist, ich rufe die Get-Order-Info-With-Positions-Methode auf, die eine total einfache Datenbankabfrage abschickt und Order-Info selektiert mit allen Auftragspositionen und das Ganze dann rausnimmt. Das ist halt der Vorteil vom View-Database-Pattern, weil hier habe ich die auf den Order-Info-Service zugeschnittene Datenstruktur und kann mir damit bei den Leseoperationen das Leben super einfach machen. Aber stellt sich die Frage, wo kommen denn diese Informationen her? Denn ich habe gerade eingangs gesagt, wir haben Informationen vom Order-Service, vom Inventory-Service und vom Book-Service, die alle in dieser Order-Info landen. Das erfolgt dann in der Regel durch asynchrone Datenreplikation, was den Vorteil hat, dass wir mit unserem Order-Info-Service nicht von einer Antwort abhängig sind, vom Order- oder vom Inventory-Service, wenn der Nutzer nach dem aktuellen Zustand seiner Bestellung fragt. Hat natürlich dann zusätzlich die Herausforderung, dass wir jetzt irgendwie eine asynchrone Datenreplikation implementieren müssen. Und das können wir an der Stelle zum Beispiel über Apache Kafka machen. Das heißt, wir schauen uns gleich an, wie die Nachrichten denn oder die Events in Kafka ankommen. Aber hier habe ich zum Beispiel einen ganz einfachen Kafka-Listener implementiert. Der bekommt halt ein JSON-Dokument hier aus dem Outbox-Event-Inventory-Service und prüft entsprechend, verarbeitet entsprechend das eingehende JSON und setzt entsprechend die Felder für die Verfügbarkeit der Bücher, beziehungsweise hier unten wird entsprechend auf ein Order-Created-Event reagiert. Und es werden zusätzliche Order-Informationen in der Datenbank angelegt. Gut, auf dem Niveau würde ich es jetzt hier erstmal implementierungsmäßig belassen, weil wir wollen uns ja hauptsächlich diese Kommunikationsstruktur und das Pattern dahinter anschauen. Wenn dazu Fragen sind, gerne einfach posten, dann gehe ich auf einzelne Teile genauer ein. Was mir hier an dieser Stelle wichtig ist, sind zwei Sachen. Wir haben gesehen, die Datenbankabfrage, die wir haben, ist sehr effizient, sehr einfach. Das heißt, hier haben wir relativ wenig Sorgen vor Performance-Problemen, wenn wir das Ganze zur Laufzeit auf im Prinzip Klick im Frontend durch den Nutzer ausführen. Wir sehen hier, in der Abfrage passiert nichts, da passiert nichts. Und das Ganze erkaufen wir uns, indem wir hier die zusätzliche Komplexität akzeptieren, indem wir auf ein Kafka-Topic lauschen, eingehende Events verarbeiten und darauf aufbauend dann unsere Datenstruktur entsprechend in der Datenbank ablegen und die Informationen genau so aufbereiten, wie wir sie an der Stelle brauchen. Gut, das wäre das View Database Pattern. Das grobe Idee, der Service hat alles. Hat alle Daten bereits vorliegend. Ja, genau, Uwe, also der Zauber dieses View-Database-Patterns, also der Zauber des View-Database-Patterns ist vor allem, dass wir in unserer Datenbank im Prinzip eine View, also eine Darstellung all der Daten vorliegen haben, die wir für die Verarbeitung unserer Use-Cases benötigen. Das ist der Vorteil und der große Charme dieses Patterns. Wir erkaufen es uns wie immer, indem wir an anderer Stelle zusätzliche Komplexität oder Herausforderungen entsprechend akzeptieren. Und das ist an dieser Stelle die asynchrone Bereitstellung der Informationen. Das bietet uns den Vorteil, dass wir deutlich robuster sind, denn stellen wir uns mal vor, der Inventory Service fällt aus welchen Gründen auch immer. Dann stört das den Order-Info-Service erstmal nicht. Also das Einzige, was an der Stelle passiert, ist, dass halt die Anzeige, ob jetzt die Bücher vorhanden sind oder nicht, im Status pending bleibt. Wurde halt noch nicht geprüft. Wir können das nichtsdestotrotz weiterhin an den Nutzer die Anfragen beantworten, in welchem Zustand sich denn gerade aktuell dieser Auftrag befindet.
Und dann, was haben wir noch? Der Christoph fragt, das heißt, die Idee ist, gemeinsame Daten in einen zentralen Service auszulagern, der die zentralen, ist die Frage weg? Da unten. Der die zentralen Read-Only-Daten auf Basis von Kafka-Events aktualisiert. Nein, das werden wir uns gleich angucken, wenn wir zum Outbox-Pattern kommen. Die Idee da ist, dass jeder Service eine bestimmte Menge an Daten nach Kafka oder allgemein in die Außenwelt kommuniziert. Und alle Services, die mit diesen Daten arbeiten wollen, holen sie sich dann entsprechend aus dem Kafka ab. Mit der Trennung, dass weder mein Order-Service weiß, dass es einen Order-Info-Service gibt, der damit irgendwas macht, noch dass mein Order-Info-Service genau weiß, wo denn eigentlich die Informationen herkommen. Die wissen beide entsprechend nur, dass da entsprechend eine Kommunikation stattfindet. Wolf fragte, ob die Beispiele auf GitHub verfügbar sind. Nein, noch nicht. Ich kann sie aber gerne noch hochladen und dann einen Link dazu zur Verfügung stellen. Simon fragt, warum Kafka und nicht DB-Replizierung? Also im Prinzip kann man an der Stelle ganz viele Möglichkeiten machen, über die man das Ganze repliziert. Der Ansatz ist an der Stelle technisch relativ egal, solange wir gewisse Anforderungen daran aufrechterhalten können. Und das ist nur lokale Transaktionen und dass wir eine asynchrone und möglichst garantierte Kommunikation an der Stelle haben. Da würde ich aber gleich nochmal darauf eingehen, wenn wir mit dem, wenn wir über das Outbox-Pattern sprechen. Thomas, ich sehe, jetzt kommen immer mehr Fragen rein. Magst du ein klein wenig moderieren, bevor wir zum nächsten Thema übergehen? Also möchtest du die Fragen jetzt beantworten? Also ja, ich würde die Fragen zum View-Database-Pattern jetzt schon nehmen. Und ansonsten Fragen, die später besser reinpassen, dann einfach noch ein Stückchen schieben. Ja, können wir machen. Also es wuselt relativ stark heute bei den Fragen. Es ist eine Dynamik drin. Also die Fragen flutschen da hoch und runter und kommen dazu. Liegt sicher auch daran, dass wir heute eigentlich sehr viele Zuseher haben, mehr als üblicherweise. Und das liegt sicher auch am spannenden Thema. Also ich versuche mal, die oberste quasi ins Visier zu nehmen von Simon Gamma. Dabei besteht das Problem, dass die Daten nicht zwingend konsistent sind, oder? Das heißt, es kann gut sein, dass die Events noch nicht verarbeitet wurden und daher lokal Daten fehlen. Genau. Das ist grundsätzlich etwas, was ich bei so einer asynchronen Datenreplikation entsprechend in Kauf nehme. Das heißt, da nehme ich in Kauf, dass meine Informationen noch nicht up-to-date sind. Das bedeutet, ich muss mir an der Stelle ein bisschen überlegen, was ich denn da mache und ob das inhaltlich ein Problem darstellt. Wenn ich einfach nur so eine Replikation mache, wie ich jetzt das hier für das View-Database-Pattern gezeigt habe, muss ich mir immer die Frage stellen, entsteht ein Problem, wenn ich etwas veraltete Daten anzeige? Also wenn ich in meinem Order-Info-Service anzeige, wir haben den Lagerbestand für das Buch noch nicht geprüft, dann passiert dem Nutzer da erstmal nichts. Also der Nutzer runzelt vielleicht ein klein bisschen die Stirn, wenn er im schlimmsten Fall irgendwann die Benachrichtigung bekommt, dass ein Paket verschickt wurde, aber wir haben angeblich immer noch nicht den Lagerbestand geprüft. Es wird ihn aber jetzt nicht unbedingt von der nächsten Bestellung abhalten. Und es beeinflusst auch meinen weiteren Ablauf des Businesses nicht. Extremes Gegenbeispiel, wenn ich auf mein Bankkonto gucke, und da stelle ich fest, dass mein Saldo nicht zu den Transaktionen passt, die vorher gebucht wurden, bin ich wahrscheinlich doch eher verärgert und könnte das an der Stelle entsprechend nicht einsetzen. Das heißt, da muss ich gucken, da bräuchte ich eher eine verteilte Schreiboperation, wie wir das nachher mit dem Saga-Pattern hinbekommen, die dafür sorgt, dass wir so etwas Ähnliches wie eine Transaktion über die Schreiboperation von mehreren Services haben. Also das Stichwort ist ja da sicher auch eventually consistent. Genau.
Also Eventual Consistent sind wir auf jeden Fall beim Saga-Pattern. Bei der asynchronen Datenreplikation kann man es auch bis zu einem Eventually Consistent-Zustand bringen. Auch da ist dann immer die Frage, okay, passiert etwas Negatives für mein Business, wenn ich es nicht bin an der Stelle. Mhm. Beim Order-Info-Service kann ich es wahrscheinlich verkraften, wenn irgendwo ein Event vielleicht gar nicht auftaucht. Weil, ich meine, was interessiert den Kunden? Den Kunden interessiert, er hat das Buch gekauft, es wurde nur der Betrag von seiner Kreditkarte abgebucht, den das Buch gekostet hat, und dann ist das Buch möglichst in den nächsten 1 bis 3 Tagen im Briefkasten. Mhm. Solange ich das erreiche, habe ich da große Freiheiten. Wie gerade eben gesagt, das extreme Gegenbeispiel wäre das Bankkonto, da muss es wirklich konsistent sein. Und da muss ich gerade bei Microservice-Architekturen entsprechend gucken. Je mehr ich auf Verteilung und Skalierbarkeit setze, desto mehr muss ich Abstriche für diese ganz strengen Konsistenzchecks und synchronen Flows machen. Gut, die nächste Frage von Florian Brunner. Asynchrone Verarbeitung wie Kafka betreiben und konfigurieren erhöht die Komplexität des Services jedoch erheblich. Alternative, im Background-Thread die Daten über REST synchron holen. Frage. Wann soll man das eine und wann das andere verwenden? Ja, da würde ich jetzt hier gerne nur ganz kurz drauf eingehen. Das können wir gerne im abschließenden Q&A-Teil gerne noch mal größer diskutieren. Grundsätzlich haben wir mit diesen synchronen, also ein REST-Aufruf ist immer im Endeffekt ein Flow, wo ich einen Request hinschicke und ich warte auf eine Response, mehr oder weniger asynchron, und speichere sie dann irgendwo in meinen Daten ab. Das Ding schlägt fehl, wenn ein anderes Service nicht da ist. Da kann ich jetzt mit Retry-Mechanismen arbeiten. Da kann ich mit Defaults arbeiten und alles. Damit hole ich mir aber auch wieder jede Menge Komplexität in das System ein. Und ich habe da dann das Problem, dass ich jetzt halt mit den Tücken und Nachteilen einer synchronen Kommunikation kämpfe, wohingegen ich bei Kafka oder bei irgendeinem anderen Messaging-System, das muss kein Kafka sein, eine deutlich stärkere Entkopplung habe und ich im Prinzip den Flow umdrehe vom wer triggert was. Und das bietet mir halt aus Skalierungssicht gewisse Vorteile. Gerade Kafka ist aber natürlich ein sehr komplexes System. Das heißt, an der Stelle muss man wirklich darauf aufpassen, was man sich in Komplexität in das System reinholt. Und das wird man heute noch an mehreren Stellen im Vortrag sehen. Mit Microservices holen wir uns jede Menge Kommunikationskomplexität in das System. Und das ist etwas, dessen muss ich mir bewusst sein. Es sollte eine bewusste Entscheidung sein, dass ich für meine Entkopplung und für meine Aufsplittung der Services diesen Preis der Kommunikationskomplexität entsprechend bereit bin zu zahlen. Da bin ich inzwischen auch ganz beruhigt, dass es sich wieder verbreitet hat, diese Komplexität anzuerkennen und wahrzunehmen. Es war gerade zu Beginn von Microservices ein bisschen erschreckend, wie überall es hieß, ja, das ist im Prinzip, wären Microservices ein Free Lunch und ich habe keine großen Nachteile dadurch. Das war aus meiner Sicht sehr irreführend. Alle, die in der Vergangenheit mit verteilten Systemen gearbeitet haben, wussten ganz genau, dass wir uns einiges an Komplexität bei Kommunikation und Verteilung mit reinholen. Mhm. Und ich sehe, wir hatten noch nie so viele Fragen und ich denke, wir müssen mal mit dem Vortrag weitermachen, weil sonst sind wir wahrscheinlich in einer halben Stunde noch am Beantworten der Fragen. Oh ja. Teil. Und ich schlage vor, dass wir jetzt einfach mal im Talk weitergehen und dann vielleicht zum Schluss schauen, welche Fragen wir dann noch beantworten können, zeitlich. Hm? Ja, gerne. Genau, also wir kommen einfach nachher wieder zu den Fragen dazu und ansonsten bin ich ja dann auch auf der WonderMe, hieß die Plattform, ne? Genau. Auch wieder mit dabei, dann können wir da gerne auch noch weiter drüber reden. Toll, machen wir so. Okay. Gut, damit hätten wir jetzt das View-Database-Pattern abgeschlossen. Also die grundsätzliche Idee da ist, ich tausche meinen
einen synchronen Flow, den ich sonst häufig hatte, mit dem ich Daten irgendwo abgefragt habe, damit ich sie dann meinem Aufrufer zur Verfügung stellen kann, durch einen asynchronen Replikationsflow aus, indem ich hier jetzt halt entsprechend von anderen Systemen benachrichtigt werde, wenn diese Daten verändert haben. Ich entscheide als Service, auf welche Events ich an der Stelle reagiere, nehme die Informationen, passe meine Daten in meiner Datenbanktabelle an und kann dann basierend auf diesen Daten sehr einfach meine Informationen dem Nutzer zur Verfügung stellen. Das Schöne an der Stelle ist, dass ich absolute Freiheit über die Gestaltung meines Datenbankschemas und über die Wahl meiner Persistenzlösung habe. Das heißt, wenn ich einen Use Case habe, der eine hohe Aggregierung der Daten benötigt, also wenn ich zum Beispiel ein Verkaufsdashboard für das Management bereitstellen möchte, dann kann ich entsprechend hingehen und die Order-Informationen einfach zusammen aggregieren und gegebenenfalls einfach aufaddieren an irgendeiner Stelle oder aber in stark verdichteter Form einfach nur in meiner Datenbank speichern und nicht diese weit aufgedröselten Detailinformationen behalten, wie sie zum Beispiel der Order-Service oder der Payment-Service behalten müssen. So, dann stellt sich die Frage, ich habe jetzt hier gesagt, mein Order-Info-Service bekommt Events aus Kafka. Aber wie kommen die Events denn dahin? Weil wir haben ja auch eingangs gesagt, dass mein Service nur mit einem entfernten System sprechen soll, weil wir keine verteilten Transaktionen einsetzen wollen. Verteilte Transaktionen haben eine hohe Komplexität, erfordern Logs, erfordern, dass alle beteiligten Systeme immer online sind. Das heißt, da erhöht sich das Ausfallrisiko und viele moderne Systeme unterstützen gar keine verteilten Transaktionen mehr. Das heißt, die möchte ich in meinen Microservices entsprechend auch vermeiden. Und dann stellt sich die Frage, naja, wenn mein Order-Service nur mit der Datenbank, der eigenen Datenbank kommuniziert, wie kommen die Event-Informationen vom Order-Service nach Apache Kafka? Und da kommt das Outbox-Pattern ins Spiel. Das Outbox-Pattern, das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie das Postausgangskörbchen, was wir gerade früher in vielen, vielen größeren Unternehmen hatten, gehört, gibt es heute auch noch in dem einen oder anderen. Aber da, wo gerade noch viel papiergestützt gearbeitet wird, hatte man es früher ganz häufig, wenn man Unterlagen an die Personalabteilung schicken wollte, wenn man Unterlagen an Kunden schicken wollte oder was auch immer, dann hat man das Ganze schön auf den Zettel vorbereitet, hat den Zettel in einen Umschlag gesteckt, den Umschlag hat man in ein Postausgangskörbchen gelegt und einmal am Tag kam jemand mit seinem Wägelchen vorbei, hat die ganzen Umschläge eingesammelt und hat dafür gesorgt, dass sie am gleichen oder am nächsten Tag in der anderen Abteilung aufgeschlagen sind. Die gleiche Idee machen wir mit dem Outbox-Pattern. Also ohne das Papier, ohne die lange Ausführungszeit, aber rein mit diesem, wir haben eine Stelle, wo wir die Informationen ablegen. Und damit erreichen wir dann, dass wir alle Informationen in der lokalen Datenbank speichern mit einer lokalen Transaktion. Und wir machen unsere Outbox-Tabelle damit zur API. Es wird im Prinzip eine API zur Außenwelt. Ich werde gleich darauf eingehen, wie wir das Ganze an der Stelle regeln und warum es das Ganze an der Stelle nicht so schlimm auf die Füße fällt. Aber im Prinzip wird unsere Outbox-Tabelle zur API und wir haben an der Stelle die Möglichkeit, alles in der lokalen Datenbank abzulegen. Also, wir haben hier unsere Datenbank. Wir haben Purchase Order und Order Position. Das sind die zwei Tabellen, die der Order Service aktuell hat. Darin legen wir ab, welche Daten wir denn für diesen Auftrag erfassen. Und unser Service schreibt da die Daten rein. Und alles, was zur Außenwelt gehen soll, wird in die Outbox-Tabelle geschrieben. Und kann damit innerhalb der gleichen Transaktion committed werden. So, schön gut. Jetzt liegt das Ganze in der Outbox-Tabelle. Aber damit ist es immer noch nicht in Kafka. Da brauchen wir jetzt ein zweites System, einen sogenannten Message Relay Service, der auf dieser Outbox-Tabelle liest und das Ganze in einen Message Broker schreibt. Das wäre zum Beispiel Kafka. Das kann auch ein RabbitMQ sein. Das kann auch irgendeine andere Messaging-Lösung sein. Das kann alles Mögliche sein. Wir werden hier das Ganze auf Basis von Debezium und Kafka machen. Debezium ist ein Open-Source-Projekt, was auf Kafka Connect beruht
und was entsprechend Change Data Capture implementiert. Das heißt, die Bisium geht hin, fügt eine entsprechende Komponente zum Datenbankserver hinzu, um die Transaction Logs entsprechend mitzulesen, daraus die Änderungsoperationen entsprechend zu extrahieren und mitzunehmen und sie dann nach Kafka zu schaffen. Wir schauen uns das Ganze an. Wir fangen an beim Order Service. Hier im Order Service habe ich mir eine kleine Util-Klasse geschrieben, die mir eine Methode bereitstellt, mit der ich Events in meine Outbox-Tabelle schreiben kann. Wir sehen hier, das ist ein ganz einfaches Insert-Statement. Ich setze ein paar Felder. Was setze ich? Ich beschreibe das Aggregat oder benenne das Aggregat, auf dem meine Operation ausgeführt wurde. Ich gebe die ID mit. Ich sage noch, was für eine Operation ausgeführt wurde. Und dann gebe ich die Payload mit. Die Payload ist ganz häufig ein JSON-Dokument, was häufig auf Basis des Aggregats formuliert wird. Die Idee an der Stelle ist es, eine Payload auf eine Art und Weise zu definieren, die einem Client alle Informationen bereitstellt, die dieser benötigen könnte, ohne Annahmen darüber zu treffen, was dieser Service denn macht. Weil ansonsten habe ich wieder meine Unabhängigkeit nicht. Das heißt, da gehe ich ganz häufig hin und sage, okay, ich habe jetzt einen Auftrag und für den hatte ich ein Update-Event und hier ist der aktuelle Auftrag als Payload. Und das versetzt dann alle anderen Services in die Lage, entsprechend hinzugehen und sich die Informationen daraus zu extrahieren, die entsprechend von dem jeweiligen Service benötigt wird. Wichtig an der Stelle ist, dass wir immer im Hinterkopf behalten, okay, wir haben hier eine Payload, die von anderen Services ausgewertet wird. Das heißt, gerade den Teil sollten wir wie eine externe API behandeln, denn das ist es im Prinzip auch. Und wir schauen uns dann jetzt gleich mal an, was da denn entsprechend passiert. Ich habe hier mal schauen, ob wir in diesen ewigen Log-Ausgaben, ihr seht, ich habe das Ganze heute schon etwas früher gestartet, da sind wir inzwischen rausgelaufen. Wir sehen es gleich, wenn wir ein Event abschicken. Hier haben wir ein Apache Kafka und Kafka Connect, die sich per Debisium an die jeweilige Datenbank connecten. Und wenn wir dann in den Kafka gucken, dann sehen wir hier, dass wir im Kafka inzwischen eine Reihe an Events haben. Und diese Events basieren alle auf diesem Debisium-Connector und dort auf dem Outbox-Connector. Das ist ein vom Debisium speziell für das Outbox-Event entwickelter Connector, der Änderungen an ausgewählten Tabellen, in diesem Fall an der Outbox-Tabelle, entsprechend überwacht und als Event in ein entsprechendes Topic in Apache Kafka schreibt. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal unseren PG-Admin hier aufmachen und wir schauen mal in unsere Order-Datenbank, dann haben wir hier entsprechend, schauen uns jetzt erstmal hier nur die Order-Events an. Das heißt, dann haben wir jetzt hier entsprechend ein Event für den Aggregattyp Order mit der ID 26. Die wurde angelegt und die hat diesen Payload. Das heißt, die Auftrag hat die ID 26, hat einen Kunden und hat eine Reihe an Order-Items, die entsprechend bestellt wurden. So, jetzt hatte ich gerade gesehen, es kam die Frage, das heißt, beim Outbox-Pattern müsste der Payload ständig rückwärtskompatibel sein.
Nee, er muss im gleichen Umfang rückwärts kompatibel sein, wie es bei jedem anderen Event- oder Messaging-basierten Integration der Fall sein muss. Das heißt, ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich halte das Ganze entweder rückwärts kompatibel oder aber ich muss schrittweise oder ich muss alle beteiligten Systeme entsprechend aktualisieren. Das ist ein durchaus komplexeres Themengebiet. Da empfehle ich sich mit Kafka und mit Message-Event-Formaten und Kompatibilitätsgesichtspunkten auseinanderzusetzen. Ja, es ist grundsätzlich, ja, es muss rückwärts kompatibel sein. Das ist halt grundsätzlich das Problem, sobald ich mehrere Systeme über Events oder Messages integriere. Und dann kamen noch ein paar Fragen zum View-Model bzw. View-Database. Und ob das wie in CQRS ist. Ja, die Idee ist im Prinzip die gleiche. Ist eine uralte Idee, ist mit Microservices jetzt wieder da. Die meisten Ideen, die wir im Microservice-Umfeld jetzt für die Kommunikation zwischen Services haben, sind nicht neu. Verteilte Systeme haben wir auch schon vor 20, 30 Jahren bereits gebaut. Auch da hatten wir ähnliche Ansätze. Ja, jetzt haben wir Messaging gegen Kafka Events getauscht und ähnliches. Aber die Grundideen von asynchroner Kommunikation, von Entkopplung von Services, von Datenreplikation, das sind alles die gleichen. Wir haben sie an vielen Stellen weiterentwickelt. Wir haben sie an vielen Stellen vor allem toolingmäßig weiterentwickelt. Aber der Grundtenor ist an vielen Stellen immer noch vorhanden. Wo war ich? Genau, ich hatte hier das Outbox Util entsprechend gezeigt, wo wir das Event reinstellen. Wie kommen wir hier hin? Wir haben einen Order Controller entsprechend. Der geht entsprechend hin. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben hier eine neue Order. Wir speichern die Order in der Datenbank und wir gehen jetzt hier zur Outbox Util und schreiben das Outbox Event für diese Order und die Order angelegt. Den Orchestrator schauen wir uns gleich an. Und dann erzeuge ich ein entsprechendes JSON-Dokument und schreibe das raus. Und wenn ich jetzt hier hingehe und mal einen einfachen Testfall starte, der mir einfach nur eine Order persistiert, dann sehen wir jetzt gleich, dass der Service das hier entsprechend speichert. Und wenn wir dann den wir hier gleich hoffentlich die Nachricht sehen, dass das Ganze entsprechend aktualisiert wurde. Okay, hier haben wir das. Genau, wir haben den Test erfolgreich durchgeführt und committed. Wir sehen entsprechend hier ein paar Ausgaben vom Kafka und Debezium. Was schöner zeigen können, ist hier im Order Event Topic von Kafka ist dann entsprechend, wir sind inzwischen bei ID 43, entsprechend ein Event aufgetaucht, was diesen Order Service, was der Order Service über das Debezium ausgelöst hat, mit den Informationen zum jeweiligen Auftrag. Und das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen und auf die 43 gehen, sehen wir entsprechend hier den gerade angelegten Auftrag. Wir haben das Hibernate-Tipps-Buch bestellt mit in einer Kopie und haben jetzt die Daten entsprechend zum Order-Info-Service repliziert. Das heißt, wenn wir hier den Order-Info-Service uns anschauen, sehen wir, hier entsprechend den Eintrag der neuen Order und entsprechend auch Informationen für die Auftragsposition. Hier Position 44, Order ID 43, mit denen wir jetzt asynchron die Daten repliziert haben vom
Order Service nach zum Order Info Service. Schauen uns das hier nochmal an. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier unten das untere Kästchen. Wir haben uns vorhin angeguckt. Ein Client ruft den Order Service auf. Der wird irgendwie von Kafka mit Informationen gefüllt, speichert sie in seiner Datenbank und beantwortet die Anfrage des Clients dann auf Basis dieser synchronisierten oder replizierten Daten. Und dann haben wir jetzt mit dem Order, mit dem Outbox Pattern aus dem Order Service Daten repliziert in als Event nach Kafka. Und das ist dann zufällig aufgrund von der Integration, die der Order Info Service dann an der Stelle gemacht hat, genau die das Event, was der Order Info Service entsprechend verarbeitet, um diese Daten zu replizieren. An der Stelle ist der wichtige und spannende Teil das, was man hier kurz gesehen hatte, als wir im Outbox Util waren. Wir haben jetzt hier eine Schreiboperation in unsere Outbox-Event-Tabelle gemacht, die im gleichen Kontext und der gleichen Transaktion läuft, wie alle anderen Schreiboperationen, die der Order-Service gemacht hat. Das heißt, hier kommen wir mit einem entfernten System und einer lokalen Transaktion aus. Durch das daran angefügte Debisium, was die Daten aus dem Transaktionslog extrahiert und nach Kafka bringt, bekommen wir jetzt die Möglichkeit, in einem eventually consistent System diese Daten entsprechend aus der Datenbank abzugreifen, ohne eine verteilte Transaktion zu nutzen und sie nach Kafka zu bringen. Das Ganze ist an gewisse Bedingungen geknüpft. Nämlich, ich muss dafür sorgen, dass mein Transaction Log lang genug vorgehalten wird, dass ich mit dem Ausfall von meinem Kafka und Kafka Connect leben kann. Also, dass ich dafür sorge, dass das Kafka Connect und Kafka innerhalb einer gewissen Zeit wieder da sind. Und diese Zeit muss kleiner sein als die vorherige Zeit meines Transaktionslogs, weil dann kann ich über Debisium entsprechend automatisiert alle Operationen, die in der Zwischenzeit erfolgt sind, nachfahren und als Event nach Apache Kafka bringen. Das wäre so ein klassisches Szenario, in dem die Informationen im Kafka und damit im Order Info Service ein Stückchen hinter dem aktuellen Order Service hinterherhinken. Mhm. Im Prinzip hast du jetzt wahrscheinlich die Frage von Oliver Port gleich beantwortet, die 12 Upvotes erhielt. Welchen Vorteil bringen Outbound-Tabellen und Debisium gegenüber einem Ansatz, die Outbound-Daten direkt in eine Message Queue zu schreiben? Ja, den Hauptvorteil, den ich hier habe, ist, dass ich eine Konsistenzsicherung habe. Ja, eine Konsistenzsicherung über einen Retry-Mechanismus in einem separaten Prozess. Aber der ist deutlich stärker als alles das, was ich in meinem eigenen Service schreiben könnte. Wenn ich direkt in eine Message Queue schreibe, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder hingehen und sage, ich nehme eine verteilte Transaktion, die umfasst meine Datenbank und die Message Queue. Dann kann ich mir sicher sein, dass ich immer mein Event in die Message Queue geschrieben habe, wenn ich Änderungen in meiner Datenbank durchgeführt habe. Das ist das, was wir im monolithischen System immer gemacht haben. Das Ganze wird dann problematisch, wenn die Message Queue zum Beispiel nicht da ist, weil dann stirbt mein gesamter Service. Ich kann keine verteilte Transaktion ausführen, weil ich nicht auf meine Message Queue zugreifen kann, was bedeutet, dass mein eigentlicher Business Use Case nicht funktioniert. Und der funktioniert im schlimmsten Fall nur nicht, weil ich kein Event, keine Message in meine Queue schreiben kann, die nur irgendein Management-Dashboard aktualisieren soll. Das möchte ich möglichst vermeiden. Und dann spare ich mir auch noch jede Menge Overhead. So eine verteilte Transaktion arbeitet mit Logs, um sicherzustellen, dass die Commits auf allen beteiligten Systemen durchgehen. Und diese Logs werden zu einem Performance-Problem, wenn ich ein hochverteiltes System habe. Da reden wir jetzt nicht von, wir haben einen Server und wir haben zwei Server, damit wir hoch verfügbar sind, und wir haben zwei Message Queues und zwei Datenbankinstanzen, sondern wir reden von Skalierungsgrößenordnung, wo wir Dutzende Instanzen der Message Queue haben und wo wir eine entsprechend verteilte Datenbank haben und alles. Und da führt dann eine XA oder eine verteilte Transaktion zu entsprechenden Performance-Problemen.
Da kommt jetzt häufig dann der Einwand, naja, dann mache ich es halt nicht mit einer verteilten Transaktion, sondern ich warte, also ich mache entweder erst das Schreiben in die Message-Queue, committe danach meine Datenbank oder umgekehrt. Das schafft potenzielle Konsistenzprobleme. Das Problem ist, wird als Dual Write bezeichnet. Und man kann für beide Reihenfolgen, erst Message-Queue, dann Datenbank oder erst Datenbank, commit, dann Message-Queue, kann man relativ einfach Situationen konstruieren, in denen das Ganze fehlschlägt, in denen ich dann ein inkonsistentes Gesamtsystem habe. Und genau das möchte ich an dieser Stelle vermeiden. Ich glaube, aus zeitlichen Gründen machen wir mit dem Vortrag weiter. Ja, lass mich ganz schnell die Frage vom Jakob Bräuche nehmen. Wie lange bleiben die Daten in der Outbox-Tabelle? Grundsätzlich erstmal unbegrenzt. Das hat den Vorteil, ich kann alles, was irgendwann stattgefunden hat, wieder nachfahren. Okay, gut. Und vielleicht, ihr könnt weiter Fragen stellen. Es schaut so aus, als ob wir das heute nicht schaffen, dann ganz alle zu beantworten. Wir können sonst zusammen mit Torben die Fragen, die heute jetzt live nicht beantwortet sind, können wir noch nachbeantworten, das mit ihm aufzeichnen und dann würden wir das hinten ans Video anhängen, die Beantwortung dieser Fragen. Mhm. Das würde dann auch auf YouTube veröffentlicht. Ja, sehr gerne. Und dann kannst du jetzt mal weiterfahren. Okay. Also die gute Nachricht ist, das, was wir jetzt gerade gemacht haben mit dem Outbox-Pattern, genau das Gleiche werden wir jetzt machen, um eine Saga zu machen. Also um eine verteilte Transaktion zu erzeugen oder eine Konsistenzsicherung für eine verteilte Schreiboperation zu erzeugen. Wir hatten eingangs gesagt, verteilte Transaktionen sind aus Skalierungsgründen problematisch. Die grundsätzliche Antwort darauf war für lange Zeit immer, naja, das echte Leben ist auch nicht transaktional, dann machen wir halt eine Aufhebeoperation. Genau das ist eine Saga. Was mache ich da? Ich mache einen mehrschrittigen Prozess und mache Aufhebeoperationen, die vorhergegangene Schritte rückgängig machen, wenn irgendwas fehlschlägt. Und dabei bleibt für jeden Service eine lokale Asset Transaction, also eine ganz klassische lokale Transaktion zwischen dem Service und seiner eigenen Datenbank. Und über das Gesamtsystem bauen wir durch diesen Aufhebemechanismus und durch die asynchrone Kommunikation, die wir über das Outbox-Pattern erreichen, kommen wir dann zu einem eventually consistent Gesamtzustand. An der Stelle muss man ehrlicherweise aber auch sagen, Aufhebeoperationen sind in der Beschreibung, gerade in so einem Vortrag, viel leichter, als sie in der echten Implementierung sind. Also an der Stelle bitte nicht dazu verleiten lassen, einfach nur mit den Schultern zu zucken und zu sagen, oh, dann mache ich halt eine Aufhebeoperation. Das ist etwas, was man sich sehr genau angucken muss, wo man ganz genau darauf achten muss, wie man diese Aufhebeoperation sauber entsprechend implementieren kann. Das ist in der Regel lösbar. Man wird aber nach kurzer Zeit auch feststellen, dass eine Dekomposition, also wie das Zusammenführen von Services, plötzlich deutlich verlockender wird, wenn man komplexe Sagen mit Aufhebeoperationen implementiert, als es ursprünglich war, als man das Ganze in viele kleine Services am Whiteboard aufgeteilt hat. Was etwas Gutes ist, das ist vielleicht noch etwas, worauf ich nochmal ganz explizit hinweisen sollte, bevor wir jetzt gleich in die Saga reinsteigen. Man sieht es immer wieder, dass nach einem ersten Systementwurf, dass man ganz viele Services hat, und dann fängt man an, die ersten Use Cases zu implementieren. Früher oder später kommen die ersten Sagen dazu. Und dann hat man so gewisse Kombinationen an Services, die immer wieder gemeinsam mit einer sehr ähnlichen Verkettung in mehreren Sagen auftauchen. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass diese Services vielleicht nicht so unabhängig sind, wie wir sie ursprünglich gedacht haben. Und das ist gar nicht schlimm. An der Stelle sollte man dann einfach einen Schritt zurück machen und nochmal drüber nachdenken, ob es eventuell sinnvoll wäre, diese Services zusammenzufassen. Wenn man sie getrennt lässt, kann man das natürlich tun. Man bezahlt dafür mit der zusätzlichen Komplexität in der Saga. Also, was machen wir? Ich habe hier kurz den Gutfall gezeigt oder vorbereitet in diesem Diagramm. Wir werden uns gleich die Implementierung ansehen. Da werde ich auch auf die Aufhebeoperationen eingehen. Und dann müssen wir schauen, wie wir
zeitlich und mit Fragen durchkommen, wie tief wir noch in diese Aufhebeoperationen einsteigen. Ich möchte hier vor allem die Grundstruktur und die Grundidee dieses Patterns aufzeigen. Also, wir starten mit dem Order Service. Der hat wieder einen Auftrag reinbekommen, macht seine Änderungen in der Purchase Order Tabelle und schreibt in die Outbox Tabelle. Aus der Outbox Tabelle holt die Bisium die Informationen, schreibt sie nach Kafka. Hier werde ich jetzt gleich das Orchestrator-based Saga-Pattern vorstellen. Da habe ich eine zentrale Instanz, die meine Saga orchestriert, das heißt, die nächste Operation in der Saga triggert. Es gibt als vergleichbaren Ansatz noch das Choreography-based Saga-Pattern. Da habe ich nicht die zentrale Steuerungsinstanz, sondern da habe ich einfach nur Events, die ich per PubSub durch die Gegend schicke. Und das Ganze basiert so auf dem Prinzip, irgendjemand wird sich schon zuständig fühlen. Und dann macht der Service halt die Aufgabe, für die er sich zuständig fühlt und löst ein Event aus. Und darauf reagiert dann vielleicht ein anderer Service. Dieser Ansatz ist dann Choreography-based, ähnlich wie bei einer Tanzchoreografie. Jeder weiß, was er zu tun hat und steht nicht vorne einer und sagt, 3 Schritte links, 2 rechts. Das ist deutlich flexibler, leichter zu verstehen und leichter in gerade komplexen Szenarien umzusetzen, ist aus meiner Sicht das Orchestrator-based Saga-Pattern, was wir jetzt hier vorstellen werden. Also, Order Service schreibt eine neue Order in die Datenbank und schreibt jetzt ein, das werde ich gleich zeigen, spezifisches Event für die Order, für die Saga in die Outbox-Tabelle. Und zwar weiß der Orchestrator als Bestandteil der Order, des Order Services jetzt, okay, nachdem wir einen Auftrag erhalten haben, müssen wir hingehen und wir müssen schauen, dass wir im Lager eine Kopie von dem Buch reservieren, damit wir es danach später verpacken können. Also geht per Debisium ein Reserve Inventory Event an Kafka. Der Inventory Service bekommt das Ganze, prüft das Ganze, sagt, okay, habe ich Inventory reserved und wieder über Kafka. In dem Beispiel, was ich hier zeigen werde, wird es gleich auch über das Outbox-Pattern sein. Geht dann entsprechend ein Event zurück und der Order Service erhält Inventory reserved. Das verarbeitet der Orchestrator, der sagt, okay, nächstes Event in die Outbox-Tabelle. Jetzt müssen wir Payment durchführen. Also kommt Process Payment, der Payment Service kommt mit rein, der sagt, Payment-Prozess war erfolgreich. Und es geht die Benachrichtigung an den Order Service, dass das Ganze erfolgreich durchgeführt wurde. Und dann wird entsprechend die Order abgeschlossen. Wir schauen uns das Ganze an. Und dafür starten wir im Order Service, wo wir uns jetzt 2 Sachen vor allem angucken. Wir schauen uns an, wie der Orchestrator aussieht und wie der Kafka Consumer aussieht. Hier wieder ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe jetzt hier einen Kafka Consumer implementiert. Das ist halt entsprechend ein Kafka Listener, der in diesem Fall auf ein spezifisches Topic lauscht. An dieser Stelle habe ich gesagt, okay, alle Events dieser Saga landen in dem Outbox Event Saga Order Topic. Und basierend darauf, was dann hier entsprechend für einen Event-Typ reinkommt, wird dann entsprechend der Orchestrator aufgerufen und so eine Implementierung vom Orchestrator, das ist eine schlechte Methode zum Zeigen, das hier ist besser, ist dann deutlich einfacher. Also wir haben hier ein ganz einfaches, wenn dies, dann das Verhalten, was wir implementieren, wo wir einfach hingehen und sagen, okay, wenn Event XY auftritt, wenn wir eine Order angelegt haben, dann triggern wir danach Reserve Inventory. Wenn Inventory reserviert wurde, dann triggern wir danach Process Payment etc. Und dokumentieren das Ganze auf der Order, in diesem Fall in der Eigenschaft Saga Operation, eine Datenbankspalte, wo wir die Inhaben reinschreiben. Das ist ein schöner Vorteil vom Orchestrator Pattern. Wir haben nicht nur die zentrale Steuerungsinstanz, wir haben damit auch eine zentrale Instanz, die den aktuellen Zustand der Saga dokumentieren kann. Und ja, das Ganze kann man natürlich mit komplexen Logging-Tools etc. kann man das Ganze auch anders handeln. Aus meiner Erfahrung ist es ganz schön, das Ganze im Orchestrator entsprechend zu haben, um den einfachen Gesamtüberblick zu bekommen.
mit der Zielsetzung, ich möchte eine Lösung bauen, die ich in einem Servicefall nachts um 3 verstehe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Service Calls mitten in der Nacht bekommen habe, dann war ich in vielen Fällen schon im ersten Moment erstmal froh, dass ich mich an die Login-Daten erinnert habe und es bis aufs Kundensystem geschafft habe, bis der Kaffee dann vielleicht endlich mal wirkt. Und da hilft es dann einfach, mit einem Orchestrator-based Saga-Pattern ein möglichst einfaches und stabiles Vorgehen zu haben. Genau, und darüber steuert dann der Orchestrator entsprechend diesen ganzen Fluss, den wir vorhin gesehen haben. Und wie das Ganze dann abläuft, werden wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Ich habe alle anderen Services bereits vorher gestartet. Da habe ich meinen Test. Und wir führen jetzt mal eine Bestellung durch, die durchläuft. Das heißt, ich bestelle das Buch mit der ID 1 und mein Bestellbetrag sind 50 Geldeinheiten. Und wenn wir uns dann angucken, was macht der Inventory Service? Der Inventory Service hat entsprechend auch eine Kafka Consumer. Das mache ich nochmal zu. Der Kafka Consumer lauschte entsprechend auf dieses Saga Order Topic und geht dann entsprechend hin und prüft, ob entsprechend Inventory vorhanden ist für diese Bestellung. Und wenn das Ganze ist, wird entsprechend eine Reservierung gemacht. Es wird der Lagerbestand reduziert. Das heißt, hier haben wir eine ganz einfache Lagerverwaltung. Und wenn das Ganze durchläuft, dann komme ich hier unten an und habe entsprechend immer noch meine Saga Operation Inventory Reserved. Also ist alles gut gegangen, kein Fehlerfall gehabt. Und dann kommt entsprechend das Event zurück. Wenn wir uns jetzt, zwischen sollte es durchgelaufen sein, wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, dann sehen wir genau das hier in unserem im Log-Output des Inventory Service. Wir haben hier oben, haben wir die Nachricht bekommen, dass doch bitte Inventory reserviert werden soll. Und zwar für die Buch-ID 1 und Quantity 1. Und dann haben wir hier so ein paar Datenbank-Statements gemacht und irgendwann haben wir danach das Inventory Reserved Event ausgelöst. Das Inventory Reserved Event ist entsprechend im Order Service da habe ich zu weit gescrollt. Hier, da. Inventory Reserved ist entsprechend angekommen. Wir sehen hier die Log-Ausgabe, die ich in den Orchestrator gebaut habe. Wir haben das Inventory reserviert und triggern im nächsten Schritt das Payment. Sehen hier Process Payment. Und dann war das Payment successful. Und wir confirmen die Order. Und wenn wir uns das Ganze im Order Service angucken, dann bin ich hier hingegangen und habe ein ganz einfaches Audit per Hibernate Inverse auf meine Purchase Order Tabelle gemacht, beziehungsweise auf die Entität. Und dann sehen wir dann jetzt entsprechend hier unten für die Order 48. Wir sind hingegangen und sind auf der Saga Operation Reserve Inventory gestartet, haben danach Process Payment verarbeitet, bekamen dann irgendwann Payment Successful zurück und haben die Order confirmed. Und haben damit entsprechend eine erfolgreiche Saga abgebildet, die wir jetzt entsprechend über ID 48 natürlich auch im Order Info Service vorfinden. Hier steht entsprechend auf Confirmed, Availability is True. Alle anderen Informationen sind da. Das ist das, was wir uns vorhin über das Outbox Pattern und den Order Info Service angeguckt haben. Was passiert im Fehlerfall? Das ist das Letzte, was ich noch ganz kurz zeige. Dann steuern wir in die Fragerunde. Das heißt, schauen wir uns mal an, was passiert, wenn das Payment fehlschlägt. Mein Payment Service hier ist ganz einfach. Alle Zahlungen unter 100 gehen durch, alles über 100 schlägt fehl. Folglich schlägt ein Payment in Höhe von 500 entsprechend fehl. Und
Da schauen wir uns den Payment Service an. Wir warten noch auf das Event, dass es hier reinkommt. Gleich sollte es da sein, hoffentlich. Da kommt das Inventory Reserved Event, das ist nicht für den Payment Service, folglich ignoriert er es. Da kommt das Payment Failed, Inventory Reserved. Wo ist es? Hier ist es. Process Payment. Hier kommt das Process Payment Event entsprechend rein und der Service weist entsprechend das Ganze ab, sagt, das Payment schlägt fehl, liefert ein Payment Failed zurück, was dann im Order Service entsprechend verarbeitet wird. Das heißt, hier haben wir ein Payment Failed Event und dann sagt der Orchestrator, na gut, also wenn wir einen Auftrag angenommen haben und wir haben dann im Lagerbestand eine Kopie von dem Buch reserviert und sind dann zum Payment Service gegangen und der ist fehlgeschlagen, dann müssen wir danach hingehen und Aufhebeoperationen machen. Das heißt, wir müssen jetzt hingehen und sagen, liebe Bestandsverwaltung, die Bestellung mit der ID 48 gibt die mal wieder frei, die ist nicht durchgegangen. Folglich gibt es ein Release Inventory Event. Das Ganze wird vom Inventory Service entsprechend verarbeitet und danach dann auf abgewiesen gestellt. Und wenn wir uns das Gleiche in der Audit-Tabelle nochmal angucken, dann sehen wir den gleichen Flow hier. Wir haben jetzt die ID 53. Wir sind mit Reserve Inventory angefangen, haben dann Payment verarbeitet. Das ist fehlgeschlagen und haben danach das Inventory released und die gesamte Order auf Rejected gestellt. Das heißt, hier bekomme ich jetzt ein eventually consistent Verhalten über mein Gesamtsystem, also über den Teil des Gesamtsystems, der in der Saga beinhaltet ist, im Order, im Inventory und im Payment. Ich muss mir an der Stelle bewusst sein, dass ich hier keine Asset Transaction über alle drei Systeme habe, denn sie sind nicht gleichzeitig Konsistenz, nicht zwangsläufig, sondern wir haben nur die Garantie von Eventual Consistency, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Systeme miteinander konsistent sein werden. Das heißt, bei der Implementierung dieser Services sollte ich darauf achten, dass ich laufende Sagen habe und dass ich damit umgehen können muss, dass ein Service Daten aktuell vorliegen hat, die eigentlich aktualisiert sein sollten. Oder aber die nochmal wieder verschwinden könnten. Da kann man entsprechend über so etwas wie diesen Auftragsstatus, den wir da gerade hatten, mit Pending und Accepted und Rejected, kann man da entsprechend drumherum arbeiten und sagen, okay, wir haben einen Auftrag, den haben wir erstmal angenommen. Wir haben ihn noch bisher weder bestätigt noch abgelehnt, weil die Saga noch läuft. Weitere Sache, die ich an der Stelle im Hinterkopf behalten muss, ist, von Asset-Transaktionen sind wir eigentlich gewohnt, dass wir eine Isolation dieser Transaktionen voneinander haben. Das heißt, wir sehen im Normalfall nicht die Daten, die während der Durchführung einer Transaktion entstehen, sondern wir sehen nur das konsistente Endergebnis. Das ist bei so einer Saga nicht der Fall. Wenn der Inventory Service eine Kopie von dem Buch reserviert, dann ist der Lagerbestand um eins niedriger. Und der ist so lange niedriger, bis das Payment fehlgeschlagen ist und das Inventory wieder freigegeben wurde. Das ist an der Stelle einfach eine Eigenheit vom Saga-Pattern. Da kann ich jetzt hingehen, da kann ich drumherum bauen und sagen, okay, ich habe einen verfügbaren Lagerbestand von 10 und ich habe 2, die vorgemerkt sind oder sowas, aber verstecken kann ich diese Operation entsprechend dann nicht. Genau, und dann würde ich jetzt vorschlagen, wir kommen zum Q&A-Teil. Beispiele und alles habe ich noch offen. Wir können gerne in die Beispiele eintauchen. Wer mehr von mir, von solchen Patterns etc. lesen möchte, besucht mich gerne auf torbenjansen.com. Da gibt es auch ein Kontaktformular, kann man noch weitere Fragen schicken. Ansonsten sehe ich gerade, dass ich Thomas wieder sehe auf dem anderen Bildschirm.
Du hast bestimmt Fragen für mich. Ich sehe da aber einiges im Chat. Es hat einige Fragen. Vielleicht zum Code. Ich schlage vor, dass wir den Link auf das Repository auch per E-Mail verteilen an die angemeldeten Teilnehmer. Ja. Auch auf der Event-Seite noch anfügen. Sehr gut. Fragen. Ich glaube, die oberste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Wenn du alle Informationen sowieso ins Kafka schreibst, wieso schreibst du nicht einfach nur nach Kafka, sondern eben auch in diese Tabelle rein? Das ja. Haben wir eigentlich beantwortet. Ja, also da sind zwei, das, also die kann man in zwei Richtungen interpretieren. Also entweder mit, warum schreibe ich nicht direkt rein? Das haben wir gerade eben besprochen gehabt mit diesen verteilten Transaktionen etc. Was es auch immer als Frage gibt, ist, warum habe ich dann überhaupt noch eine relationale Datenbank? Warum schreibe ich es nicht à la Event-Sourcing einfach nur in meinen Event-Store? Und die Antwort darauf ist, weil ich mit einem Event-Store mich in der Regel schwer tue, wirkliche Abfragen zu bauen. Also die Idee an einem Event-Store ist, ich schreibe einfach nur alle Events rein. Und der aktuelle Zustand eines Objektes ist dann dadurch zu ermitteln, dass ich alle Events für dieses Objekt nachfahre. Das ist schön für Schreiboperationen, das ist schön, um alle Events zu dokumentieren, aber problematisch, wenn ich mir, wenn ich Abfragen, die auf dem aktuellen Zustand dieses Objekts beruhen, ausführen möchte. Und an der Stelle haben Event Stores dann entsprechende Schwächen. Deswegen gibt es die ganz häufig dann im Einsatz im Kontext von CQRS, wo ich noch eine zusätzliche View-Datenbank auf irgendeine Art und Weise habe, in die ich die Daten dann für solche Such- und Leseoperationen passend reinrepliziere. Kann ich auch machen. Ich persönlich mag diesen Weg lieber. Mhm. Gut, der Manuel Wissen fragt, wenn man nun einen Microservice auf mehrere Instanzen skaliert, dann werden diese Events mehrfach verarbeitet. Wie gehst du damit um? Ja, ganz einfach, da hilft mir Kafka. Ich mache hier nochmal da habe ich meinen Kafka Consumer auf. Kafka bietet mir für Skalierung jede Menge Tooling. Unter anderem kann ich für meinen Kafka Listener, kann ich mich als Gruppe identifizieren und mich an so ein Topic hängen und dann sorgt meine Infrastruktur dafür, dass ich das Event nur einmal bekomme. Das heißt, jedes Event wird nur von einem Listener entsprechend verarbeitet. Kafka unterstützt es aber trotzdem, mehrere parallele Listener auf dem gleichen Topic zu haben, indem die das Ganze partitionieren, entsprechend sinnvoll gruppieren und dann dafür sorgen, dass das zusammengehörige Events immer vom gleichen Listener verarbeitet werden und trotzdem voneinander völlig unabhängige Events halt parallel verarbeitet werden können. Ist toll in der Kafka-Dokumentation beschrieben, in der Verwendung recht einfach, in der Implementierung sicher hochkomplex bei Kafka. An der Stelle profitieren wir einfach immens davon, dass Kafka wirklich auf Skalierbarkeit und große Systeme ausgelegt ist. Mhm. Dann von Michael Giesler haben wir die Frage, hast du Empfehlungen für die Definition der Events, zum Beispiel Cloud-Events und Management von verschiedenen Versionen über die Zeit? Oh, ich habe Empfehlung für. Eine Empfehlung, die in den Kontext und in den Zeitrahmen von diesem Talk passt, wäre Event-Versionierung und wären zwei Sachen. Erstens, Events so allgemein wie möglich zu halten, weil das reduziert meine Änderungshäufigkeit. Und dann sich eingehend mit den Themen Event-Versionierung zu beschäftigen. Gerade im Kafka-Umfeld gibt es dazu sehr gute Literatur und Möglichkeiten, was man da entsprechend machen kann. Da wäre sicherlich die wichtigste Empfehlung, sich damit frühzeitig zu beschäftigen. Und frühzeitig heißt in dem Fall, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung treffe, dass ich Kafka oder von mir aus auch irgendein anderes Messaging-System oder was auch immer, ich die Entscheidung treffe, das einzuführen. Mhm. Was ich immer wieder sehe, ist, dass dann Teams sagen, ja, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Das ist aus meiner Erfahrung häufig
ein Stückel zu spät. Lieber etwas vorher damit beschäftigen und sich wenigstens der Komplexität, die man sich da einhandelt, gewiss sein. Und ja, es wird immer gerne dann kritisiert, dann muss ich ja Events versionieren. An der Stelle möchte ich noch kurz daran erinnern, wenn ich einen synchronen Aufruf auf den anderen Service mache, muss ich da auch meinen Aufrufer anpassen, wenn ich die API anpasse. Also wenn ich entweder den REST-Endpoint von der URL oder Übergabeparameter anpasse oder wenn ich das zurückgegebene JSON-Dokument anpasse. Ich habe das Problem hier nur an anderer Stelle. Mhm. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Gut. Da wir zeitlich schon recht fortgeschritten sind, würde ich vorschlagen, dass wir uns die restlichen Fragen vormerken, die mit dir zusammen dann noch beantworten und die Antworten hinten ans Video packen, sodass dann effektiv alle Fragen beantwortet sind. Und dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Torben, für diesen sehr spannenden Talk. Und ich glaube, wir haben deshalb so viele erreicht, weil ganz viele, die mit Microservices begonnen haben, die sind genau auf solche Problematiken gestoßen und merken jetzt, aha, es ist doch nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht zu Beginn der Microservice-Architektur-Ära vorgestellt hat. Und man merkt auch, dass du da schon sehr viel Erfahrung hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch viel Stoff gibt für weitere Talks. Ganz herzlich. Du wirst von uns per Post ein kleines Dankeschön erhalten, ein Java User Group Switzerland Multitool. Ui, Dankeschön. Mit vielen Funktionen und das Paket wird angereichert, damit es gut gepolstert ist mit etwas Schweizer Schokolade. Ach, hervorragend. Bevor wir wechseln ins Wonder Me, wo wir dann auch gleich mit dir zusammen vielleicht noch das eine oder andere besprechen können, einige Informationen zum Schluss. Also wir haben weitere Events, ihr findet die auf juk.ch. Und dann We Want You. Also dieser Talk heute ist eigentlich auch zustande gekommen, weil Tamas als unser Talk-Scout mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Torben Jux sucht, um seinen Vortrag online zu halten. Das ist ein möglicher Beitrag, wenn ihr selber etwas präsentieren wollt oder wenn ihr einfach Ideen habt, dann kommt bitte auf uns zu. Fast alle Talks, muss ich sagen, von uns sind aufgezeichnet und relativ kurz nach dem Event selbst auf YouTube verfügbar. So auch dieser Talk hier und da werdet ihr dann auch alle Fragen beantwortet finden. Wir sind auf Slack, juk.ch. Ihr könnt euch da anmelden, indem ihr auf slack.juk.ch geht und dann seid ihr auch in der Community drin. So, und jetzt sind wir schon ganz am Schluss. Wer Lust hat, noch sich mit Torben, mir oder den anderen auszutauschen, ist herzlich eingeladen, einfach zu warten. Ihr werdet dann automatisch auf wonderjuk.ch umgeleitet. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Torben, für diesen neuesten spannenden Talk. Ich sage danke an euch alle, dass ihr so lange mit uns hier in diesem Event geblieben seid. Und es würde mich freuen, euch an anderer Stelle wiederzusehen oder, wer weiß, gleich im Wonder Me. Ja, von mir auch Dankeschön, dass ich hier heute vortragen durfte. Danke an die ganzen interessanten Fragen. Und es tut mir leid für all die Fragen, die wir bisher noch nicht beantworten konnten. Wer da einfach noch ein paar Minuten habt, kommt mit uns ins Wonder Me und wiederholt einfach nochmal die Frage. Dann tue ich da mein Bestes, die zu beantworten. Cool. Herzlichen Dank. Tschüss oder bis gleich. Bis gleich. So, das war eine sehr lebhafte Session heute und es gab so viele Fragen, dass es nicht ganz gereicht hat, um alle während dem Event selber zu beantworten. Nachdem aber jetzt auch die Jungmannschaft zu Bett gebracht ist, hier um circa 9 Uhr treffen wir uns nochmal, Torben, um die letzten Fragen noch zu besprechen. Ich starte mal gleich mit der ersten Frage von Johannes Müller. Da sind einige Fragen darin enthalten, auf die du dann vielleicht eingehen kannst.
Gibt es irgendwelche Regeln, was man in der Outbox-Tabelle an Properties exclusen sollte? Oder knallt man da einfach so viel wie möglich rein? Man kann ja nicht wissen, welcher Service was später dann genau wissen will. Also muss ich ja eigentlich alles inkludieren. Und müssen diese Superobjekte mit allen Infos drin dann wieder über Shared Libraries deserialisiert werden? Oder stellt man Copy-Paste eine Reduktion des Objekts, woran man auf Konsumentenseite interessiert ist? Ja, okay. Also hier haben wir im Prinzip zwei Fragenkomplexen drin. Nämlich einmal, wie gestalte ich denn meine Message oder mein Event und dann, was mache ich mit diesem JSON-Klumpen, der da rauskommt? Fangen wir mit der Struktur dieses Events an. Nein, da gibt es keine klaren Regeln. Aber die Zielsetzung an der Stelle ist, auf der Business-Ebene eine sinnvolle Darstellung, eine sinnvolle Abstraktion zu wählen, die man dann an alle Services schickt. Und genau wie in der Frage gesagt, man weiß natürlich nicht, was die anderen Services davon brauchen. Ich meine, das ist ja grundsätzlich die Idee von der Entkopplung von Services. Ich weiß nicht, wer das konsumiert und was der braucht. Deswegen geht man in der Regel hin und sagt, okay, man geht hin und definiert für das Aggregat die JSON-Serialisierung. Und dabei achtet man darauf, dass man alle technischen Details in der Regel rauslässt und sich rein auf das Objekt in der Business-Domain beschränkt. Ja, das ist es auch schon an Präzision, die man an der Stelle in so einer Fragenantwort bringen kann. Weil wie das Objekt dann genau aussieht, ist hochgradig abhängig davon, wie denn meine Business-Domain aussieht. Wenn ich ein Objekt überschaubarer Komplexität habe, würde ich sicherlich hingehen und sagen, okay, alle Business-Eigenschaften meines Objekts oder meines Aggregats landen in dem JSON-Dokument. Jetzt haben wir es natürlich immer mal wieder, dann haben wir da so ein riesen Aggregat in unserem Domain-Driven-Design irgendwie identifiziert. Da müsste man dann unter Umständen hingehen und sagen, okay, man macht an dieser Stelle sinnvolle Teilmengen, die man an der Stelle entsprechend kommuniziert und sagt zum Beispiel, wenn die Auftragspositionen meiner Bestellung sich geändert haben, dann habe ich halt nur eine Liste von Auftragspositionen und einen Verweis zur Bestellung selbst, aber ich lasse zum Beispiel die Kundendaten weg, weil ich mir dann ein entsprechendes Event designe, was halt nur sagt, es hat sich der Inhalt meiner Bestellung geändert. Aber bevor ich so etwas mache, würde ich mir immer erst angucken, hat mein Aggregat auf Business-Domain-Ebene eine Komplexität, die ich vollständig in einem JSON sinnvoll abgebildet bekomme. Wenn das der Fall ist, nehme ich das und achte nur darauf, dass ich technische Details weglasse. Mhm. Die nächste Frage war dann, okay, wie verarbeite ich das Ganze? An der Stelle ist meine dringende Empfehlung, die Verarbeitung so tolerant wie möglich zu machen. Das heißt, dass ich an der Stelle nur hingehe und mir die einzelnen Elemente raushole aus dem JSON-Dokument, die ich auch wirklich brauche. Das habe ich zum Beispiel in meinem Beispiel auch gemacht. Kurz gucken, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Genau, hier gehe ich zum Beispiel in meinem Order-Info-Service hin und hole mir zuallererst mal nur den Event-Typ. Und wenn das dann jetzt ein Created-Event ist, dann gehe ich ganz gezielt hin und hole mir hier zum Beispiel den Namen des Customers raus und hole mir dann hier die Positionen raus und verarbeite die. Würde aber alle weiteren Elemente, wie zum Beispiel eine Billing-Address und eine Lieferadresse und wer weiß was noch alles, würde ich aus diesem Objekt entsprechend ignorieren, weil ich das für meinen Anwendungsfall entsprechend nicht brauche. Das ist eine grundsätzliche Empfehlung für alle Messaging- oder eventbasierten Systeme. An der Stelle sollte man immer darauf achten, dass man nur die Daten liest, die man benötigt und das Ganze so tolerant wie möglich. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Änderung an dem eventauslösenden Service auch eine Änderung an meinem eigenen Service entsprechend notwendig macht. Weil es wäre natürlich ärgerlich, wenn der
Service, der das Event erzeugt, irgendeine zusätzliche Eigenschaft in dieses JSON packt, was wir überhaupt gar nicht verarbeiten. Aber weil wir unser Parsing so strikt implementiert haben, müssten wir dann danach unseren Code anpassen und ein neues Release bauen und das Release ausrollen. Das sind alles Sachen, die wir vermeiden wollen. Also von daher nochmal kurz zusammengefasst. Eventstruktur sollte sich an dem Business-Objekt orientieren und technische Details rauslassen. Die Verarbeitung der Events sollte sich ausschließlich an den Bedürfnissen des verarbeitenden Service orientieren und dabei so tolerant wie möglich sein und möglichst alles andere ignorieren. Genau, und er hat ja auch noch die Frage darin, machst du das auf Code-Ebene mit einer Shared Library? Und so wie du es jetzt eigentlich beantwortet hast, nein, weil das passt dann nicht auf beiden Seiten gleichzeitig. Genau. Nee, ich hätte dann eine service-spezifische Verarbeitung. Ja, gut. Dann die nächste Frage von Markus Florian. Was mache ich, wenn die Daten noch nicht von Kafka, wenn ich die noch nicht von Kafka bekommen habe? Warte ich dann einfach, bis die Daten kommen, die ich brauche? Ja, genau. Also an der Stelle bin ich ja eventgetrieben. Das heißt, mein Order-Service zum Beispiel stellt ein Event für eine neue Order in Kafka ein. Und mein Order-Info-Service verarbeitet die, sobald sie da ist. Das heißt, ich müsste an der Stelle dann halt dafür sorgen, dass wir im Frontend irgendwas Sinnvolles anzeigen, wenn diese Order-Info-Datenstrukturen noch nicht angelegt sind. Man sieht sowas häufig in modernen Web-Anwendungen einfach dadurch, dass man nicht mehr von einem Fenster, wo man gerade seine Bestellung aufgegeben hat, direkt zur Übersichtsseite aller Bestellungen kommt, sondern zu einem Bestätigungsfenster. Und da muss man sich diese Bestellübersicht aus der Navigation suchen. Das sind so kleine Tricks und Kniffe, die man an der Stelle anwenden kann, die den Nutzer einfach erstmal eine sinnvolle und für die meisten Anwendungsfälle oder für die meisten Situationen ausreichende Antwort gibt. Uns zeitgleich aber im Backend die Zeit schafft, dass wir diesen asynchronen Flow, der ein Stückchen länger dauert als ein synchroner, dass wir diesen asynchronen Flow einfach abarbeiten können. Und dadurch fällt es in der Regel gar nicht auf, dass da entsprechend was asynchron läuft. Mhm. Dann von Michael Kreis die Frage, wie könnte man eine Saga, die aufgrund irgendeines Fehlers im ganzen System nie zu Ende läuft, erkennen und aufräumen? Ja. Also so wie wir die Saga gerade eben besprochen hatten, hätten wir ja immer die Aufhebeoperation. Das heißt, wir hätten automatisiert ein Rückrollen der Transaktion oder der Saga. An der Stelle ist man mit dem Orchestrator noch ganz gut aufgestellt, weil in dem Orchestrator könnte ich zum Beispiel tracken, dass wenn mein Release Inventory Event zum Beispiel, was wieder den Lagerbestand freigeben soll, wenn das fehlschlägt, kann ich das tracken und kann das in eine eigene Tabelle packen, kann das vielleicht an irgendein Reporting-System weiterschicken, etc. Das heißt, da könnte ich das Ganze entsprechend handeln. Wenn ich das Ganze in einem Choreography-Based Saga-Pattern umsetzen möchte, dann wird es komplex, weil da muss ich ganz viele Systeme monitoren und da schauen, dass das alles läuft. Daher wieder die Empfehlung auch von vorher, mit einem Orchestrator ist man deutlich leichter aufgestellt. Und da kann man das dann im Orchestrator entsprechend tracken und kann das dann zum Beispiel auch eskalieren an den Service Desk zum Beispiel. Dann die Frage von Michael Giesler. Wie sind die drei Patterns grob im Vergleich? Also vielleicht, wo grenzen sie sich ab, wo ergänzen sie sich, wo arbeiten sie zusammen? Okay. Also alle drei Patterns adressieren unterschiedliche Aufgabenstellungen. Mit dem Outbox-Pattern haben wir erstmal ein Werkzeug gehabt, mit dem wir aus einer lokalen Transaktion zwischen unserem Service und der Datenbank Events nach Kafka bekommen in einem Eventually Consistent System. Das heißt, da hatten wir ja gesagt, innerhalb der Datenbank-Transaktion beschreiben wir die Outbox-Tabelle, die Bisium sammelt diese Informationen ein, stellt ein Event nach Kafka. So, das heißt, damit haben wir erstmal eine Grundlage, auf derer wir danach dann mit dem View-Database-Pattern
eine reine Präsentationsansicht dieser Daten von einer asynchronen Datenreplikation umsetzen können oder aber mit Hilfe von einer Sage entsprechend hingehen können und sagen, wir bauen darauf aufbauend eine asynchrone verteilte Schreiboperation, die wir aufgrund von Aufhebeoperationen und Retry-Mechanismen bis zu einem eventually consistent System ausbauen können. Das heißt, Outbox-Pattern als Grundlage für die Kommunikation. View-Database kann auf dem Outbox-Pattern aufbauen, also auf den Event-Mechanismus, den wir da haben. Muss es grundsätzlich nicht. Meine Empfehlung wäre es, so umzusetzen. Für reine Leseoperationen, Saga-Pattern auf dem Outbox-Pattern wieder aufbauend für verteilte Schreiboperationen. Und dann von Alican Bühler die Frage, was wäre der Unterschied bei den beiden Events in der Outbox-Tabelle? Nur das Topic oder ist das Topic gar nicht in der Outbox-Tabelle drin? Ja, an der Stelle habe ich zwei Sachen so ein klein bisschen vermischt. Was ich hier gemacht habe, ist, ich bin hingegangen und habe und habe in den Typ unterschiedliche Events gepackt und habe mein Aggregat einmal Order und einmal Saga Order genannt. Hier nutze ich jetzt ein Implementierungsdetail von dem Outbox Connector von Debezium. Der geht hin und gruppiert alle Einträge in der Outbox-Tabelle nach Aggregat-Typ. Also aggregiert in diesem Fall bedeutet, dass der Outbox-Connector den Aggregate-Type, den wir hier angeben, was einfach nur ein String ist, nutzt, um den Topic-Namen im Kafka zu bestimmen. Das ist alles konfigurierbar, aber in der Default-Konfiguration führt das entsprechend dazu, dass wir, muss ich mal schauen, dass wir hier wieder in die Kafka Topics haben. Dann sehen wir jetzt hier, wir haben Events Outbox oder Topics Outbox.Event.Inventory.Order und .SagaOrder. Und der letzte Teil ist entsprechend immer der Aggregate-Type, den wir hier haben. Das heißt, da haben wir einen Unterschied und dann unterscheidet sich natürlich die Payload. Beim dem Aggregate Type Order habe ich einfach nur, das knüpft jetzt an die Antwort auf die erste Frage an, habe ich hier einfach nur eine JSON-Repräsentation meines Order-Aggregats, bestehend aus allen Informationen der Order und der Positionen reingeschrieben. Wohingegen ich beim Saga-Pattern hingegangen bin und das Ganze strukturell leicht anders dargestellt habe. Der Unterschied an der Stelle ist minimal. Da unterscheidet sich das Ganze nicht sonderlich weit und man hat da auch volle Freiheiten. Man kann grundsätzlich bei einer orchestrierten Saga deutlich spezifischer in das Event reingehen und sagen, das habe ich zum Beispiel, habe ich das hier? Nee, habe ich hier gerade leider kein Beispiel dafür da, aber man könnte bei einem Process Payment Event einer orchestrierten Saga zum Beispiel einfach hingehen und sagen, Order ID, Customer Name, Kreditkartennummer, Betrag und die gesamten restlichen Informationen weglassen, weil das kein allgemeines Event ist, sondern weil das ein Kommando zur Zahlungsausführung ist. Das heißt, da habe ich großen Gestaltungsspielraum und kann mich da auf das konzentrieren, was ich an der Stelle gezielt machen möchte. Ich sollte allerdings im Hinterkopf behalten, dass ich das Ganze wieder mit nicht zu vielen technischen Details anreichern sollte, weil dann laufe ich wieder Gefahr, dass ich Services eng aneinander koppel. Der Stefan Gmeiner fragt, braucht es einen Mechanismus, um festzustellen, ob alles konsistent ist mit anschließender Behebung der Differenzen? Wenn man zum Beispiel einen neuen Microservice erst später deployt. Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, der Mechanismus sollte eine gute Testsuite sein.
Ich bin grundsätzlich gerade bei Sagen ein Freund davon, auch eine Zusammenstellung mehrerer Services zu testen und zu prüfen, dass das Ganze so läuft. Ich weiß, dass diese Ansicht nicht alle Leute teilen. Ganz viele vertreten gerade im Microservice-Umfeld den Ansatz, dass man Contracts definiert und dann testet man nur auf Basis dieser Contracts. Das kann man aus meiner Sicht auch an ganz vielen Stellen machen, aber gerade wenn ich so verteilte Schreiboperationen habe, wo ich mir über einen Saga schon die Mühe gebe, diese Konsistenz sicherzustellen, dann möchte ich eigentlich auch irgendwo ein Test-Setup haben, was das Ganze prüft, dass das Ganze als Saga sauber funktioniert. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht jeden Service einzeln vollständig und detailliert nochmal gegen seinen Contract testet, aber man sollte aus meiner Sicht an der Stelle eine Zusammenstellung von Services als System auch noch mittesten. Und darüber hinaus braucht man noch einen Mechanismus. Ich würde sagen, man braucht ansonsten noch eine gute, ein gutes Logging oder Status-Monitoring einer Saga, damit man solche Sachen erkennt. Darüber hinaus würde ich sagen, nein, braucht man ansonsten nicht noch irgendeinen Automatismus. Weil ich bereits einen Mechanismus über die Aufhebeoperation habe. Wenn ich das Ganze sauber implementiere und teste, sollten danach eigentlich nur noch Sonderfälle übrig sein. Ansonsten hätte ich es ja bereits über eine Aufhebeoperation abgebildet. Und dann fällt es mir schwer, mir ein System vorzustellen, was das automatisiert aufräumen könnte. Dann eine weitere Frage von Johannes Müller. Kann Kafka sicherstellen, dass Messages nur an spezifische Konsumenten gehen? Also etwa nur an die Nodes, die zum Beispiel auch für eine Entity zuständig sind, so wie Message Routing bei RabbitMQ. Oder gehen die Messages alle entsprechend raus und müssen dann von den Konsumenten auf Applikationsebene später gefiltert werden? Also Kafka bietet da einiges. Standardmäßig bekommt erstmal jeder, standardmäßig habe ich mehrere Message-Listener, die sich an ein Topic hängen können. Kafka partitioniert das intern und innerhalb jeder und sorgt dann dafür, dass Events die entsprechend zusammengehören, im selben Topic landen, in derselben Partition des Topics landen. Und dann ist immer ein Listener an ein Topic gehangen. Das heißt, damit stelle ich sicher, dass alle Events, die zu einem Aggregat gehören, wenn ich das mit den IDs richtig setze, dass die alle beim gleichen Listener landen und dass sie da in der richtigen Reihenfolge auftauchen. Was ich darüber jetzt nicht abgebildet bekomme, ist, dass ich sage, okay, ich habe hier Cluster Group A und da Cluster Group B und Cluster Group A ist für weiß ich nicht, IDs 1 bis 10 Millionen und Cluster Group B ist für 10 Millionen und 1 bis 20 Millionen zuständig. Da weiß ich nicht, ob man das mit Kafka abbilden kann. Das müsste ich mir angucken. Den Fall hatte ich bisher noch nicht. Wir haben das bisher immer so gelöst, dass wir halt ebenfalls mit partitionierten Topics gearbeitet haben, wenn das Ganze als System groß genug war und genug Datendurchsatz hatte. Und dann ja, hatten wir keine weitere Unterteilung an der Stelle. Da hat jede Service-Instanz dann auf alle Daten zugreifen können. Ansonsten könnte man natürlich hingehen und das Ganze in unterschiedliche Topics filtern. Also das kann man auch mit Debezium einstellen, das kann man nochmal in Kafka auch nochmal konfigurieren. Und dann könnte man sagen, okay, man routet die Events entsprechend in den Topics. Und sagt, man hat ein Topic für 1 bis 10 Millionen und dann von 10 Millionen und 1 bis 20 Millionen. Und dann connected Cluster Group A gegen das eine und Cluster Group B gegen das andere Topic. Also da gibt es sicherlich mehrere Ansätze, die man an der Stelle ausprobieren könnte. Gut, und dann sind wir effektiv bei der letzten Frage von Beat. Kann bzw. soll das gleich im Message-Format sein? Ich nehme an, er bezieht sich auf die Tabellenstruktur der Outbox. Ja, mit Debezium ist es erst, also passt es erstmal zusammen. Wenn wir uns das jetzt hier angucken und dann, ich mache das Fenster mal kleiner, gucken, ob wir das hier gemeinsam auf einem Bildschirm bekommen.
Dann sehen wir, dass die Struktur an der Stelle schon entsprechend ähnlich ist. Also wir, das ist noch ein Stückchen kleiner, so. Also wir gehen hin und die Payload, was unsere Message ist, die wir in das Event packen, die landet hier. Und dann haben wir den Aggregate Type, der wird Teil des Topics. Und dann haben wir die Aggregate ID, die in die Header-Informationen entsprechend kommt. Das heißt an der Stelle, ja, habe ich eine gewisse Übereinstimmung. Und das Ganze ist in der Regel auch gut so. Und ich schlage grundsätzlich auch vor, dass wir hier die Payload, dass wir da möglichst schon die Struktur reinschreiben, die wir im Nachhinein auch gerne haben würden. Wir haben grundsätzlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, zum einen in Divisium diese Struktur anzupassen, auch zusätzliche Informationen dran zu nehmen, den Ort, wo zum Beispiel Aggregate ID etc. im Event abgelegt wird, können wir auch konfigurieren. Also da haben wir viele Anpassungsmöglichkeiten. Meine Empfehlung ist, es einfach zu halten, in der Anwendung dafür zu sorgen, dass wir eine sinnvolle JSON-Repräsentation unserer Payload haben, die da reinzustecken und das einfach als Contract zu formulieren. Wer das anpassen möchte, kann das tun. Gerade mit Kafka haben wir da noch ganz viel Tooling, was wir noch hinten dran zur Eventverarbeitung hängen können. Das heißt, wir könnten es sogar noch anpassen, bevor es dann von einem Kafka-Listener entsprechend verarbeitet wird. Ich sehe in der Regel nur keinen Grund, dies zu tun. Von daher würde ich versuchen, es zu vermeiden. Gut, ganz herzlichen Dank, Torben, für diese zweite Q&A-Session. Ja, gerne. Ich glaube, das war insgesamt die längste Q&A-Session aller Zeiten, die wir hatten bei einem Talk. Das ist sicher geschuldet dem spannenden Thema, der Komplexität und dass halt eben relativ viele, die mit Microservices gestartet sind, jetzt genau in diesen Fragestellungen darin sind und dann versuchen mit solchen Pattern auch eben bewährte, gute Lösungen dann zu finden. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben an der Stelle auch gesehen, was wir uns an Komplexität durch Microservices einhandeln. Und das ist dann ein Grund, warum wir jedes Mal, wenn wir über Microservices sprechen, so viele Fragen haben, die dann besprochen werden. Es ist ganz deutlich, Microservices sind nicht so einfach, wie sie häufig propagiert wurden. Und so langsam beschäftigen wir uns oder haben wir uns jetzt schon eine Weile mit diesen Problemstellungen beschäftigt und haben entsprechende Patterns, mit denen wir da umgehen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich glaube, es gibt noch so viele Dinge, die wir gemeinsam besprechen könnten. Ich sehe da durchaus Stoff für weitere Events. Auf jeden Fall. Okay, vielen Dank, schönen Abend. Tschüss, Torben. Dann gleichfalls. Tschüss.